Wir bleiben beim Thema Beach-Sportarten, jetzt allerdings zum Beach-Volleyball. Und da wird am kommenden Wochenende zum 7. Mal der Kio Business Beach Cup ausgespielt, draußen beim SV Loof. Das Ganze zugunsten der Kinderhilfe Organtransplantation. Es werden 30 Mannschaften vor Ort sein, darunter aber auch viele, viele Prominente, viele Sportler, viele Olympiasieger und einer, der bekannteste wahrscheinlich sowieso ist, ja, der ist heute ja zu Gast. Sperrwurf-Legende ist er, Kio-Botschafter, herzlich willkommen, Klaus Wolfermann. Hallo, servus. Unterstützt wird das Ganze schon seit vielen, vielen Jahren von starken Partnern. Eines davon ist das Victors Residenzhotel. Und da begrüße ich heute sehr herzlich den Direktor, Michael Littich. Servus. Hallo, guten Abend. Und natürlich wollen wir denen, die das Ganze ja da organisieren und ihren Platz zur Verfügung stellen, ja auch nicht zu kurz kommen lassen. Matthias Kock, der Abteilungsleiter Volleyball vom SV Lohhof. Servus. Servus. So, jetzt sind wir vollständig, eine große, illustre Runde. Und Klaus, als der Mann, der oft diese Teams dann mit organisiert, gerade was die Teams der Sportler betrifft, der steht jetzt sozusagen in der Pflicht zu sagen, nicht nur wer alles dabei ist, sondern auch zu sagen, wie es sportlich die Ambitionen dies Jahr sozusagen, wie sie gelegt sind. Und wie oft hast du eigentlich das Turnier schon gewonnen? Bitte? Ja, mitgemacht, wie oft? Ja, auch schon einige Male, immer im Wechsel. Das ist ja das Schöne an dem Sport, dass du laufend wechselst. Ja. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ja. Und die, die im fortgeschrittenen Alter da dabei sind, die muss man natürlich schneller raushalten und durchlaufen lassen. Die ja. Frage war aber, wie oft du gewonnen hast. Ja. Nee, also wir sind dieses Jahr, muss man ohne weiteres sagen, hier, wo ich am Anfang Bedenken hatte, wer kommt, wie immer, ist ja nicht ganz so einfach bei den Promis und so, auf einen sehr guten Zug abgefahren. Politiker werden. Nein, Frau Merkel, ich frage mit dem riesen Umfang. Wie oft hast du? Nein, hat noch nie geklappt, gell? Ihr seid zwar immer Top-Sportler, aber... Es ist wirklich mit den Sportlern manchmal ein Graus, wie man die dazu kriegt oder auch nicht. Oder die kurz zuvor eben wieder absagen. Dieses Jahr hat sich eine Mannschaft herauskristallisiert mit 6 Olympiasiegern. Und ein Haufen Zeug ist das. So viele, glaube ich, waren wir noch nie. Und natürlich noch Europameister, Weltmeister in anderen Sportarten, die sich da treffen. Sehr different. Und da musste ich natürlich vorweg die Wochen einen Trainingsplan schmieden, mit denen den theoretischen Trainingsplan nach Hause schicken. Die müssen sich ja vorbereiten, weil wir haben ja eine Zielsetzung. Und die Zielsetzung lautet diesmal, den drittletzten Platz vom letzten Jahr, um einen zu verbessern. Ah. Nach dem Motto, dabei sein ist alles. Wer ist denn alles dabei bei dir im Team? Wenn du schon sagst, 6 Olympiasieger, etliche Weltmeister, wen kannst du aufbieten? Ja, ja, da muss ich ja meinen Spickzettel heute rausholen. Hallo, schau rein. Weil wir haben wirklich eine Reihenfolge, die ist unglaublich. Der Michael Dirsch, der war Olympiasieger im Rudern, ist an für sich einer der Stammkunden. Dann haben wir den Hartwig Gauder aus der Leichtathletik kommen, Olympiasieger im 50 Kilometer gehen. Uwe Jens May, Olympiasieger Weltmeister im Eisschnelllauf. Dann den Mario Kummer, der viele Tour de France mitgefahren ist und natürlich Olympiasieger. Und dann dazu kommt noch die Silvia Sperber-Speidrer, mal aus einer ganz anderen Sportart. Sie hat immer getroffen vom Schießen. Auch Olympiasiegerin hier. Ja, und dann meine Wenigkeit. Und dann haben wir noch ein paar Mädel dabei, eine ganz interessante Dame, die unbedingt mitspielen wollte aus dem Fußballbereich hier. Navina Omilada, ein toller klingender Name. Hat früher bei, genau, die hat Bronzemedaille gewonnen bei Olympischen Spielen und in Wolfsburg über lange Jahre hinweg natürlich Fußball gespielt, lebt jetzt hier in München. Und will unbedingt dabei sein. Okay, also wir können mal sagen, rein von den Medaillen, von den Erfolgen, die ihr mitbringt, seid ihr natürlich das Top-Team. Und jetzt wollen wir mal zeigen, was es heißt Kio Beach Business Cup. Matthias, ja. Jetzt darfst du nämlich ran, weil es ist eure Anlage. Wir haben ein paar schöne Impressionen vom vergangenen Jahr. Du darfst mal kurz aufschlüsseln, wie gespielt wird und wie das Ganze vom Tournament sozusagen besetzt ist. Ihr seid ja sehr idyllisch gelegen, allerdings in Unterschleißheim. In Unterschleißheim, in den Toren vor München und wir haben 6 Felder, wir spielen mit 27 Mannschaften, auf jeder Seite 4, eine davon muss eine Dame sein, es wird immer heiß umkämpft, dass du genug Damen dabei hast. Die Mannschaften kommen aus ganz, ganz unterschiedlichen Regionen, meistens sind es Mannschaften von Firmen, es sind noch 2, 3 private Mannschaften dabei. Und ich weiß das System noch nicht mal, was wir spielen, das überlegen wir uns immer erst am Spieltag, weil es kommt darauf an, wie das Wetter wird. Hoffen wir, dass es gut wird, aber auf jeden Fall wird es immer sehr, sehr lustig und ich glaube, das Wichtigste an dem Turnier ist Mannschaftsgeist, ist Spaß und dann auch die Vernetzung unter den Firmen. Das ist immer eine Riesengeschichte, das Ganze für einen guten Zweck. Man sieht, die Anlage ist wunderschön gelegen mit den ganzen Pavillons rundherum und mit der Verpflegung. Wie funktioniert der Spielablauf? 4 auf jeder Seite, es wird gespielt ein Gewinnsatz oder 2?
Es geht nach Zeit. Also wir spielen auf Zeit. Wir spielen immer nur, ich weiß gar nicht, ob wir morgen am Samstag zwei Sätze spielen. Wie gesagt, das überlegen wir uns dann. Wir passen das auch schon immer ein bisschen so an die Wettersituation. Weil wenn das zu heiß ist, dann hast du irgendwann mal ein paar, die dann nur noch nach dem zweiten oder dritten Spiel, gell Klaus, dann am Boden liegen. Und weil der Ball hochbaggert, ist doch klar, so, ja, vom genau. Sand. Genau, richtig. Ja. Auf jeden Fall ist viel, viel Spaß dabei und der Sportsgeist ist auf jeden Fall dabei. Und die besten Mannschaften sind dann schon so, dass du sagst, da wird auch dann richtig hochklassiger Volleyball gespielt. Es ist ja möglich, man kann sich quasi einen Vereinsspieler dazu ins Team holen. Ich glaube, pro Team einer darf dabei sein. Du kannst ja immer einen Vereinsspieler mit dazu kaufen. Der Vereinsspieler darf aber nicht bei uns aus der Bundesligamannschaft stammen. Haben wir einfach so gemacht, weil wir gesagt haben, sonst wird die Konkurrenzsituation leicht verzerrt werden. Aha. Gut, also sehen wir die Anlage. Es wird vom Wetter her, denke ich mal, ähnlich sein. Es soll ja sommerlich bleiben die Woche. Das ist ja das Schöne daran. Es soll nicht ganz so heiß sein. Das sind doch eigentlich für euch die Idealbedingungen. Das sind die Idealbedingungen. Es soll nicht zu heiß sein, wobei die richtigen großen Beachvolleyballer natürlich bei jedem Wetter spielen. Aber wir hatten auch schon mal 33 Grad und hat man einen Feuerwehrschlauch zum Löschen. Gut, das wäre dann vielleicht doch etwas zu viel des Guten. Aber wir spielen bei jedem Wetter. Das ist vor allem auch gut. Das zeigt nämlich, dass da auch der nötige Sportsgeist vorhanden ist. Ja. Dass die Leute auch sagen, wir ziehen es durch. Egal, ob es mal regnet oder ein bisschen kühler ist. Und vor allem kommen dann auch die, die auch als Partner es unterstützen. Absolut. Und da, Michael, seid ihr nun seit einigen Jahren dabei. Ja. Unterstützt das Ganze und werdet in diesem Jahr mit den Victor Vikings, so habt ihr euch ja dann genannt, ganz heldenhaft sozusagen, an den Start gehen. Mit welchen Ambitionen denn? Also wir haben im Endeffekt natürlich auch ein großes Ziel vor uns. Wir wollen praktisch unsere Platzierung vom letzten Jahr mindestens verdoppeln. Also wir wollen mindestens den vorletzten Platz machen. Aber ich bin da auch ganz guter Dinge, weil wir hatten jetzt als für das Hotelteam tatsächlich wirklich eine ganz große Vorbereitungskampagne mit wirklich Training und mit Coaching. Dann danke an den SV Lohhof nochmal. Wir haben da tatsächlich ein bisschen Hilfe auch gekriegt, um unser Hotelteam da wirklich auf Vordermann zu kriegen. Und deswegen gehe ich sogar davon aus, dass es deutlich besser platziert werden wird als der vorletzte Platz. Also wir rechnen uns jetzt nicht unbedingt die ersten drei Plätze aus, das wäre jetzt ein bisschen vermessen. Aber wir wollen natürlich das Beste haben. Gab es ein Trainingslager? Ja, unbedingt. Und jetzt wirklich? Nee, natürlich nicht. Warum macht ihr das Ganze? Ich meine, man kann ja sagen, wir machen einfach mit, weil wir Spaß daran haben, mal Beachvolleyball zu spielen. Das wäre das eine. Ja. Aber bei dem Ganzen geht es ja darum, dass durch den Spaß ja eigentlich eine Summe zusammenkommt. Und das sind ja pro Jahr Minimum 10.000 Euro, die da reingespielt werden. Warum macht ihr jetzt mit? Also für uns kommen da, also für uns als Hotel in Unterschleißheim kommen tatsächlich da zwei Herzensthemen eigentlich zusammen. Auf der einen Seite natürlich, wir sind Sponsor beim SV Lohhof, bei den Volleyballerinnen, was wir auch seit vielen, vielen Jahren wirklich als Hotel und als sozusagen Lohhofer in Unterschleißheim wirklich begleiten. Und auf der anderen Seite natürlich so die Victors Unternehmensgruppe, die natürlich deutschlandweit tätig ist, auch mit den 13 Hotels in Deutschland, unterstützt KIO flächendeckend. Ist für uns natürlich genauso ein Herzensthema. Und gerade bei diesem KIO Business Beach Cup kommt wirklich beides zusammen. Also wir haben die lokale Präsenz im Endeffekt mit Beachvolleyball, mit Volleyball an sich. Und natürlich alles für den guten Zweck, also wirklich für die Kinderhilfe. Da kommen zwei ganz entscheidende Themen zusammen und deswegen machen wir es. Also das ist tatsächlich, wir sind da Überzeugungstäter, muss man ganz ehrlich sein. Und ja, begleiten das jetzt eben zum siebten Mal mit diesem Beach Cup und deswegen freuen wir uns wahnsinnig auf das Wochenende. Gespannt, wie die Vikings sich schlagen werden. Ah, super. Noch ist möglich einzusteigen. Ihr habt bisher, glaube ich, fix 27 Mannschaften. Ja. Bis 32 könnten dazu kommen. Genau. Das heißt, es ist auch so eine Spontananmeldung am Turniertag selber möglich? Am Turniertag wird es schwer, weil wir müssen den Spielplan erstellen. Aber ich sage mal, bis Freitag kann man sich sicherlich noch anmelden. Also das werden unsere Leute schon hinkriegen, dass sie den Spielplan noch entsprechend dann umstrukturieren. Also immer spannend, wie viele Mannschaften kommen und wann sie kommen. Also es war auch schon mal so, dass eine Mannschaft ein bisschen später gekommen ist. Und dann muss man halt alles ein bisschen umstricken. Aber wir sind da sehr spontan. Könnten auch Einzelspieler kommen, die dann einfach zu einer Mannschaft zusammengefasst werden, die sich dann nur noch schnell basisdemokratisch auf einen Teamnamen einigen können? Ich meine, eine Mannschaft sucht sogar noch eine Spielerin. Also wenn jemand noch Lust hat, einfach zu kommen, einfach vorbeikommen. Es gibt Kost und Logis frei, dank Victors. Also insofern Startgelder sind alle schon... Das ist doch gar nicht der entscheidende Faktor, was zu sagen, ja? Nee, aber es ist sicherlich... Man kann einfach... Kriege ich da das Wort Freibier in meinen Ohren? Ja.
Gut, damit ist das war mein Zögern natürlich die Antwort hervorgerufen. Genau, richtig. Nee, man kann kommen, man kann seine Mannschaft auch noch anmelden. Einfach bei uns auf die Homepage gehen vom SV Lohhof. Dann findet man auch den richtigen Ansprechpartner und dann einfach mit dabei sein. Und ganz wichtig ist einfach nur Spaß zu haben. Also es ist ein Tag Spaß für die ganze Familie. Du kannst die ganze Familie mitbringen. Die können entweder ins Bad gehen, die können auf der Anlage laufen, die Kinder. Und das ist, glaube ich, so ein richtiges Familienevent. Machen auch wirklich viele. Die haben da also eigene Spielecken mit dabei. Das ist eine ganz tolle familiäre Veranstaltung auch. Wie kompliziert ist es denn noch aus der Familie der Sportler, der Olympiasieger, der Weltmeister, dann zu gucken, wer kommen kann, wer kommen mag? Denn ich glaube, die größte Schwierigkeit für dich ist ja, dadurch, dass du ja auch andere Benefizsachen wie Golfturniere zum Beispiel ja mit organisierst, du musst ja gut gucken, dass du die gut verteilst, dass die wirklich von den Terminen ja das alles belegen können. Also hier ist natürlich ein Anlaufpunkt entstanden. Eine Gemeinschaft hat sich da in sich gefunden und die bringen genauso die Olympiasieger ihre Familien mit, ja, aber immer noch im Hinterkopf unterstützen die gute Sache, was ja alle beide tun. Und über die Jahre hinweg hier hat sich wirklich ein Resultat ergeben. Da kann man nur sagen, Spaß den ganzen Tag, die Freude dabei, völlig wurscht, wo man steht, dann letztendlich erster Letzter, ja, aber Sinn und Zweck des Ganzen, dass dann man hinterher wieder, du hast es ja gerade selbst gesagt hier, um die 10.000 Euro hat, um Familien zu helfen, um Kindern zu helfen, deren Organ nicht mehr richtig arbeitet und die demnächst dann transplantiert werden. Und das ist doch eigentlich eine schöne, gute Sache. Auf der einen Seite Sport, viel Spaß und auf der anderen Seite kann man helfen. Nachdem du am Anfang etwas, ich möchte sagen, zögerlicher gesagt hast, wie bisher das Abschneiden deiner Mannschaften so war, welche Position spielst du, Klaus? Ich meine, du bist jetzt von der Größe her vielleicht nicht so der Blocker am Netz, aber gibt es so eine, wo du sagst, da bist du richtig aufgehoben? Ja, du musst dir das so vorstellen, ja, dass die aus verschiedenen Sportarten kommen. Sie sind zwar immer gewillt, dabei zu sein und das Beste zu geben, wie jeder auch, ja. Aber man sieht dann schon manchmal ein paar so kleine Schwächlinge, ja, ohne jetzt einen zu mindern oder deren Leistung mindern zu wollen, ja. Und der Vorteil ist der, dass man das Rotationsprinzip eingeführt hat und da können wir wechseln, wann es uns lieb und lustig ist. Deswegen auch hier der große Umfang der Mannschaft. Und davon macht ihr auch gut Gebrauch von der Rotation, nehme ich an. Ja, selbstverständlich. Gut. Danke dir, Herren, dass diese wirklich sehr unterhaltsame Runde hier zustande gekommen ist. Ich drücke die Daumen, dass das Wetter mitmacht und dass es auch wieder eine runde Sache wird dann beim ganz 7. Sicher. Kio Business Beach Cup draußen beim SV Lohhof. Dankeschön. Super, danke. Danke.